Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie und warum Sword Art Online überhaupt so erfolgreich werden konnte. Ich werde euch in diesem Video die aus meiner Sicht die drei wichtigsten Gründe nennen, warum Sword Art Online überhaupt so erfolgreich werden konnte. Die erste Folge von Sword Art Online startete in Japan am 8. Juli 2012. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile schon 10 Jahre, seitdem die erste Folge von Sword Art Online ausgestrahlt wurde. Diese Folge heißt im Deutschen Welt der Schwerter. Besonders die erste Folge bzw. die ersten 14 Folgen von Sword Art Online haben, denke ich mal, die meisten Anime-Zuschauer mit Sicherheit gesehen. Laut IMDb hat Sword Art Online eine Wertung dort von 7,6 und bei MyAnimeList eine 7,2, sogar in der Popularität sogar dort auf Platz 5. Doch warum konnte Sword Art Online überhaupt so erfolgreich werden? Grund 1, Isekai. Tatsächlich ist Sword Art Online natürlich nicht der allererste Isekai-Anime. Auch zuvor gab es sehr, sehr viele verschiedene Anime, welche versucht haben, dieses Prinzip einer anderen Welt so zu nutzen. Ein etwas bekannteres Beispiel für die etwas Älteren da draußen wäre der Anime Monster Ranger von 1999, welcher unter anderem auch in Deutschland lief auf RTL 2. Doch dieser war tatsächlich nicht so populär. Auch die vorherigen Isekai-Anime waren nicht so beliebt wie heutzutage. Ein Grund dafür ist, dass natürlich immer schneller werdende Internet, wo sich nun Videospiel-Communities immer besser verbinden konnten und dadurch die Akzeptanz von Videospielen immer größer wurden. Auch durch Smartphones spielten immer mehr Menschen Videospiele und dadurch wurden Videospiele immer populärer. Viele hatten natürlich dann selber einmal den Traum, in ihre Welten abzutauchen zu können und dort eigene Abenteuer zu erleben. Und genau gerade dies ist ja das, was Isekai-Anime möglich macht. Nicht nur Sword Art Online, aber gerade Sword Art Online war ein Grund dafür, dass Isekai-Anime überhaupt so erfolgreich werden konnten. Heutzutage gibt es kaum noch irgendeine Season, wo es keinen einzigen Isekai-Anime gibt. Jede Season hat mittlerweile Minimum 1, 2, 3 Isekai-Animes zu bieten. Und die Ideen dazu werden immer verrückter. Hier mal ein paar Beispiele. Schwangerschaft in einer anderen Welt. In einer anderen Welt mit meinem Smartphone. In einer anderen Welt mit meiner Mutter. Wiedergeboren als Slime. Wiedergeboren als Bücherwurm. Und vor kurzem wurde die Anime-Adaption angekündigt von Wiedergeboren als ein Verkaufsautomat bestätigt. Kein Witz, diese Anime existieren tatsächlich. Also Isekai-Anime werden wir nicht so schnell wieder los und sie werden immer verrückter. Grund 2, Virtual Reality. VR gehört zu einer der beliebtesten Zukunftstechnologien, besonders durch Filme wie Tron oder Matrix, aber gerade 2012 hatte VR tatsächlich seine nächste ganz große Hype-Phase. Als Oculus ihren ersten Prototypen, die Oculus Rift, vorstellte und auf Kickstarter in kürzester Zeit 2,5 Milliarden US-Dollar einspielte, hatte man sogar bis 2013 ganze 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Und Firmen wie Facebook, HTC, Sony und Valve gaben ebenfalls bekannt, an einer VR-Version zu arbeiten. Und nun, was soll ich euch sagen? Um was geht es denn in Sword Art Online? Richtig, um Virtual Reality. Und nicht nur das, sondern um eine richtig coole VR-Version, mit welcher man alle Sinne täuschen kann und man sogar dort leben kann in dieser Welt. Auch hier ist Sword Art Online einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Grund 3, Popularität von Anime und Pacing der ersten Folge. Gerade 2012 wurde Anime-Streaming immer beliebter und vor allen Dingen erfolgreicher. Auch wenn es in Deutschland noch eine Weile gedauert hatte, bis wir tatsächlich vernünftige Möglichkeiten hatten, hier in Deutschland Anime legal zu streamen, aber gerade durch das immer schneller werdende Internet konnte man Anime aus Japan ohne Probleme gerade damals noch sehr, sehr einfach im Internet sich illegal noch ansehen. Gerade damals war es nämlich noch eine Grauzone und nicht wie heutzutage komplett illegal. Es gab viele Seiten, welche damals komplett aus dem Boden geschossen sind, welche Anime auf ihrer Seite präsentierten und hochgeladen haben. Aber warum gerade Sword Art Online?
Nun, das hängt vor allen Dingen mit dem Pacing von Sword Art Online zu tun. Besonders die erste Folge ist nämlich entscheidend, ob ein Zuschauer am Ende dranbleibt oder die Serie direkt beendet. Sie ist also eigentlich die wichtigste Folge des gesamten Animes, weil dort der Zuschauer entscheidet, ob er die Serie weitergucken wird oder ob er sie direkt beendet. Gerade Sword Art Online hat diese erste Folge wirklich perfekt gestaltet. Hier mal ein paar Gründe dafür, wieso das überhaupt der Fall ist. Wir lernen unseren Hauptprotagonisten kennen, wir lernen, wie schön dieses Spiel ist und vor allem lernen wir die Mechaniken des Spiels. Wir lernen auch einen weiteren Charakter kennen, sehen, warum wir überhaupt vor dieser Welt eigentlich mehr Angst haben sollten, als sie zu bewundern. Aufgrund der Ankündigung des Dev Games, wir lernen, dass jede Entscheidung des Spielers extrem wichtig ist, weil man dort einfach viel zu schnell sterben kann. Gleichzeitig lernen wir auch unseren Antagonisten kennen, Kayaba Akihiko. Schaut euch besonders mal noch einmal die erste Folge von Sword Art Online an. Gerade dort passiert nämlich so unglaublich viel. Aber nicht nur zu viel, sondern auch genau richtig. Und zwar auch in einem richtigen Abstand und vor allem auch in einer richtigen Geschwindigkeit. Gerade die erste Folge von Sword Art Online macht halt einfach verdammt viel. Richtig. Das ist aus meiner Sicht die wichtigsten Gründe dafür, warum Sword Art Online überhaupt so erfolgreich werden konnte und wir mittlerweile ein 10-jähriges Franchise haben, welches immer noch sehr viele Fans besitzt. Aber dies ist nur meine Meinung. Vielleicht seid ihr auch komplett anderer Meinung, dann schreibt diese doch gerne mal unten in den Kommentaren und schreibt mir mal, wie ihr überhaupt zu Sword Art Online gekommen seid. Würde mich sehr gerne interessieren. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr nämlich kein neues Video von Sword Art Online. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.